Und das Geile ist ja, die Schildwasser, die kennen ja eigentlich dann die Amis. Ja, Ja, also aber. ich bin da gerade beim russischen Forschungsbaum und das, was mich da eigentlich weghaut, sind zwei Schiffe und das ist die Aurora und die Muransk. Murmansk. Murmansk, genau, Murmansk. Das ist richtig traurig. Unsere Infos sind doch alles beide amerikanische Schiffe. Ja, wieso bin ich jetzt gezwungen, Amis zu spielen? Fragezeichen ganz groß über den Kopf. Ich werde aber mit den Japsen hier rummachen. Naja, du Und könntest ja auch mit den Japanern die Stufe 10 Yamato holen. Die ist ziemlich OP. Die hat die größten Geschütze in dem Spiel. jo. Ja, dann machen wir einfach mal weiter hier. Schauen wir mal, wie weit ich da komme. Aber schau dir mal kurz bei der Amis die Montana an, die wir mir jetzt demnächst holen. Bei Da den kommt die Amis. ja, der letzte von den. Montana. Ja. Was? Wow, lol. Ganz schön lange irgendwie. Ja, die Yamato ist auch so lang. Ist jetzt so lang, aber ihr seid es richtig ausgesprochen. Warte mal, wie die Yamato auf den Japsen. Ja, nur die Japsen haben halt drei Türme und die Montana dafür vier. Aber die Yamato hat halt das größere Kaliber. Haha. Ja, ist eigentlich auch anders gebaut. Leute, wir haben also die Yamato hat sogar noch einen Flieger. Ja, Aufklärer oder so wird das sein. Und richtig viele Seitengeschütze. Mir aus Kämmer wieder. Ja, ich bin auch schon lange ready. So. Also weißt du schon, auf was du zuerst gehst? Auf vorher Auf USA oder Japan? alle. Auf alle gleichzeitig. Ja, Mann. Ich konzentriere mich mal nur auf die USA und bei den Deutschen gibt es nämlich A nur A-Schiff und das ist ein Premium. Die Tirpitz und die warten dann bis der Deutsche Forschungsbank heraus ist, dann hole ich mir die Bismarck. So. Wieso ist ein Zweier unter mir? Naja. So, wo bist denn du? Ich komme zu dir rauf, muss da hinten aus reagieren. Ja, ich gehe auf ein Viertel Knoten erstmal. Wie kann ich da jetzt ranzoomen? Also eher auf Da. Shift. Ich meine so von außen ranzoomen. Der arme Berg hat gerade eine volle Breitseite von mir abbekommen.
Don't fire at your allies. Okay. Da hinten guckst du. Ich hab getroffen. Komm, lad nach. Alter, wie die Leute da drauf flöten. Alter, was das für ein Soundeffekt ergibt. Ha? Fahr mit Vorsicht. Aber ich sehe gerade nicht, wohin ich fahre. Lol. Wohin? Fahr da gerade aus, wir kommen schon. Okay, dann fahr ich gerade aus. Oh ja. Das Ausrichten wäre ja mal nicht verkehrt. Oh komm. Lol. Wow. Aber so richtig knapp am Arsch vorbei. Hey, ich hab Damage gemacht. Ich hab im. Oh. Ich donner fast in den eigenen hinein. Ich muss aufpassen. Kriegsschiff zerstört, vielleicht ist das nächste. Aber so kommst du schon langsam rein beim Schießen, beim Vorholen und so. Ja, das hat mit Panzern eigentlich nicht viel Unterschied, das mit dem Vorhalten. Ja, meistens nimmst du, wenn du 10 Kilometer entfernt ist, holterst rechts oder links bis zu 5. Okay, da habe ich jetzt wirklich zu wenig genommen. Na, oh. Oh ne, ist sogar angekommen. Vor rechts. Rechts? Wie viel sagst du Stopp? Fahrt rechts. Das ist links. Oh fuck. Am besten ist doch raus. Wie jetzt? Bringst mich voll durcheinander, Alter, ich krieg hier voll Schuss. So, ja. Jetzt können wir uns, so, ja, die Linie auf die Linie. Alter, wie ungenau. Ja, das streiten, wir streiten ziemlich, aber das ist egal. Aber hilf mir!
Ich weiß nicht. Ja, ich freue mich auch voll drauf. Aber ich hoffe, wenn der Größere noch eine Zeit, weil er Größeres kann ich machen. Pussy. Wow. Ich bin so richtig knapp, fast gegen Dings gedonnert. Gegen so einen Felsen. Wie kann ich mich eigentlich reparieren? Sonst schaltest du das erst ein, was du mir sozusagen wieder parieren kannst. Also das heißt, ich kann jetzt gar nicht reparieren. Okay. Hast du Schrank hier? Was ist das? Kann man das rauchen? Aber dass man Ich glaube, das hat er. unbegrenzte Munition dran hat, das ist lustig. Was ist eigentlich deine Reichweite beim Schießen? Ich habe zurzeit knapp 14 Kilometer. Ja. Die Kanonen, die drehen extrem lange. Hey, ich habe ihn angezündet. Das passt. Schau, dass dein Kollege Kiel voll ist. In deinem Ballett ist ein Turm gebaut. Lol. Hat nichts geholfen. Irgendwas habe ich beschädigt. Ja, jetzt kann er wieder aufliegen. Ja, Mann. Ich habe ihm die Kanone geflattet. Auf, pass auf, das hat jetzt zwei Kreuzer, versteck dich hinter mir am besten. Dann zur Offensive. Der Feuer den. ist gleich down. Ja, nice. Hast du noch Hilfe? Und gleich hoffe ich mal. Alter, wie das leckt. Yeah! Ich habe einen Kill, mein erster Kill, juhu. Ich glaube, der ist dort, ne? Der lädt richtig schnell nach, das gefällt mir. Bist du gerade eher so auf Zerstörer aus, dem aber schneller in der Zeit schlacht und mehr Damage nach der Sarable in Zeit. Ja, ich will auf schnelle Schussfolge gehen. So, drei Kills. Ja, du mit deinem Dreier, das ist ja nichts anderes zu erwarten. Also wirklich, schäm dich. Das kann ich mit einer 7er nachkommen. Ja, du Pussy, du immer. Das sagst du immer zu Beginn, weißt du? Stufe 2 Kreditpunkten Bonus. Alter, ist Wargaming wirklich so großzügig? Ich glaube das ja gar nicht. Was Naja, haben du wir glaubst da? das ja. Jawohl, jetzt kannst du schon in Online-Gefechte gehen. Aha, man kann es ja selber weitermachen. Ich will da erstmal ein bisschen reinkommen. Ja, was, deswegen gehen wir ja weiter Koop. So, warte mal, kann ich mir was Neues holen?
Also, warte mal, Zerstörer sind die mit der schnellen Schussfolge, oder? Also, anfangen tust mit Kreuzer. Nachher gibt es, also es gibt Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiffe und Flugzeugträger. Flugzeugträger kannst du sagen, ist wie Artillerie, von hinten nach vorne schickst die Flieger und supportest. Schlachtschiff, auch von hinten nach vorne, nur du bist der Damage-Dealer. Kreuzer ist Unterstützer gegen feindliche Flieger, kann Torpedos setzen und Zerstörer hat hauptsächlich Torpedos und sind klein und schnell. Nee, ich mag nicht Torpedos haben. Bei Kreuzer hast du halt Torpedos und Kanonen. Und bei Schlachtschiffen hast du halt nur Artillerie. Teilweise ist halt, glaube ich, weiß ich nicht, ob man da, das habe ich noch nicht freigeschalten, kann ich noch nicht genau sagen. Ja, recht angenehm. Warte mal, ich kann dir jetzt endlich was forschen. Schlacht und du nicht. Ja, weil ich Reload gemacht habe. Auf sowas sollte Okay, die man Map. eigentlich schon achten. Okay, die Map. Gott sei Dank kann man den nicht erwischen, das ist scheiße. Das ist nur reiner Ozean. Und wie macht er die Fliegerabwehr? Macht er die automatisch oder? Die Sekundärgeschütze feuern auch so, dass wenn du eine gewisse Kilometeranzahl erreicht hast, feuert die Sekundär automatisch auf den mit der Primär halt das dann drauf oder so. Ja, also du bist jetzt im Gefecht, oder? Loslassen. Dann soll ich auf dich warten, oder? Wenn du willst, kannst du so. Sieht ziemlich gut aus, ja. Bist du wieder da? Ja, muss mich einladen. Ja, aber wie kann ich das jetzt, Wir sind aber eh noch in der Division, du brauchst nur bereit durch. habe ich. Und wie kann ich mir dieses Verbrauchsmaterial jetzt diese Reparatur? Das ist ja drin am Schadensbegrenzungsteam. Ja. Ja, und diese Reparatur kriegst du erst, was habe ich gekriegt? Ja, nochmal mit Level 5. Oder mit der ersten Level 3 oder so. Okay, ja, dann leg mal los hier. Level 7 da. Ja, Maxi, komm, jetzt.
Ozean. Super, genau in der Ivor. Und wir haben mal an Level 5 Farben. Ja, komm, Agro rüber da. So, was haben wir denn da? Geh, Wappen halten da drüben. Sonst gibt's gleich eine Breitseite. Ja? Don't fire at your allies. Es gibt gleich eine Breitseite, so, wo haben wir die Gegner hier? Ich sehe ja gar nichts. Voraus. Ja, aber das ist zu weit weg von mir. Wo kommt das an? Bist du da, bin ich da mal. Ist zu weit weg. Oha. Waren das deine Schüsse? Wo sind denn deine? Verfolgung voll daneben, was für ein. Was für ein Pfosten habe ich hier im Team? Hey, da sind Torpedos. Ja, den hat man jetzt auswählen. Und wie? Der auswählen. Ja, wie funktioniert das? Einfach reinfahren oder was? Na, doch, halt erst drauf. Da brauche ich eigentlich gar nicht schießen, Alter. Das ist. Ja, komm. Das ist langweilig. Mag auch. Ah, die haben da so ein Nebel. Lol. Darf ich dir so reinfahren? Ja, fahr mal sofort, so wie auf der Karte ungefähr vor. Ja, ich will dir dich rammen, das meine ich mit reinfahren. Vielleicht wird's richtig klingeln. Düt, düt, düt. Boah, ich will ja was in die zwischen die Flinte bekommen, aber ich komme ja an gar nichts ran. Dass der Schuss ankommt, ja. Alter, wie weit sind hier die Gegner entfernt? Oh, ich komm ran, ich komm ran. So, wie machen wir denn das? Wie schnell fährt denn der überhaupt? Lol. Die schießen voll auf mich, diese Ratten.
Ich habe ihm einen Turm geflötet. Ich habe ihm noch einen Turm geflötet. Noch einen Turm geflötet. Er hat nur einen Turm. Achso, der ist schon tot, ich schieße immer noch auf ihn. Andere Seite. Links, oder? Hey, cool, ich kann sogar so einen Kurs setzen. Nice. Ha, an den komme ich ran. Ich steppe die andere Kanone, muss erst mal gedreht werden. Er brennt. Der fährt aber ziemlich schnell. Na, was ist los? Standbild oder was? Mitten rein. Er brennt. Juhu, okay. Was, danke. Jupp. Ich glaube, das war's mit dem, oder? Ich habe noch Full HP. Irgendwie hast du gar keine HP mehr. Ja, viel Geld! Maxi, das... Alter, Mann, jetzt ist gut. Und dann schieße ich zurück.
Oh, du kriegst ja so noch Damage. Von dem Bord. Naja, ich war Boah. ziemlich offensiv gefahren und habe ziemlich viel ausgeteilt. Wie auch gemacht. Ja, aber von der Erfahrung, okay. Ja, da kriegst du am Anfang nicht so viel, aber wenn du reinkommst, nachher sagt man nachher genau online. Ja. Richtig. Ja, da wären wir bei einer halben Stunde. Puh. Na gut, Leute. Habe ich ein bisschen was davon gezeigt. Wie es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.